Hallo, hier seht ihr unser Mischpult. Es ist aus derselben Baureihe wie das kleine Mischpult, allerdings weist es 10 Kanäle auf. Und das bedeutet, ihr könnt hier 4 Mikrofone anschließen oder 6 weitere Monosignale, wie zum Beispiel Instrumente, oder 3 Stereokanäle, wie zum Beispiel Handys. Die Mikrofone könnt ihr über XLR oder Großklinke anschließen und zum Beispiel Musikquellen könnt ihr hier über Großklinke anschließen. Wir möchten euch nun die Anschlüsse unseres Mischpults erklären. Und zwar haben wir hier die Stromversorgung schon angeschlossen. Dann ist hier hinten noch der Netzschalter. Wenn ihr den anmacht, immer darauf achten, dass hier der Lautstärkekanal auf minimal gedreht ist. So, anschließend könnt ihr dann die Kabel eurer Musikanlage, diese beiden XLR-Kabel, anschließen. Hier wieder dann darauf achten, dass das rote in den rechten Kanal kommt und das ohne Markierung in den linken. Dann habt ihr zunächst mal eure Musikanlage angeschlossen. Als nächstes wollt ihr eure Audioquelle anschließen. Dafür verwendet ihr diese beiden Kabel und auch hier wieder das rote in den rechten Kanal, das ohne Markierung in den anderen, in den linken. Und dann könnt ihr hier über dieses Kabel euer Handy oder Laptop anschließen. Wir möchten euch jetzt die Funktionen und Einstellmöglichkeiten am Mischpult erklären. Und zwar zunächst einmal für die Kanäle, wenn ihr eine Stereoquelle angeschlossen habt, zum Beispiel hier euer Handy, dann könnt ihr diesen Kanal einmal regeln, die Höhen, die Tiefen, und dann könnt ihr hier die Balance zwischen der linken und der rechten Box wählen. Der sollte eigentlich immer in der Mitte stehen. Und hier nochmal die Lautstärke des Kanals. Des Weiteren könnt ihr hier noch die Gesamtlautstärke des Mischpults regeln. Und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Effekte einzuspielen. Die werden hiermit ausgewählt. Dann einmal draufdrücken. Hier ist die Erklärung der jeweiligen Effektnummer. Hier könnt ihr die Stärke des Effekts, die Intensität einstellen. Wenn ihr hier anmacht, dann wird der Effekt in eure Audioquelle reingemixt und hiermit könnt ihr nochmal die Lautstärke des Effekts dann regeln. Als Ausgangsbasis sollte das Mischpult wie folgt eingestellt werden. Dieser Knopf hier sollte nicht gedrückt werden, da erzeugt man nämlich eine Lautstärkereduzierung. Dieser Knopf ist ein Hochpassfilter, ebenfalls nicht gedrückt werden. Das hier ist nochmal eine Verstärkung in dem Kanal. Der sollte hier in diesem eingestellten grauen Bereich sein. Die Kompression kann ruhig komplett aufgedreht sein, die soll Störungen reduzieren. Die Höhen, Mitten und Tiefen sollten alle mittig geregelt sein zunächst einmal. Der FX-Regler spielt sozusagen die Special Effects, die man hier drüben einstellen kann, in diesen Kanal ein. Deswegen sollte der zunächst aus sein. Hier stellt man die Lautstärkeverteilung zwischen linker und rechter Box ein. Deswegen diesen zunächst mittig einstellen. Und hier ist der Lautstärkeregler für den Kanal, diesen eben langsam aufdrehen, bis eben die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Zuletzt noch der Anschluss des Mikrofons. Das könnt ihr hier bei einem XLR-Kabel anschließen. Und dann stehen euch hier auch wieder verschiedene Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Ihr könnt die Höhen, Mitten und Tiefen einstellen, sowie auch die Effekte. Und ihr könnt die Lautstärke des Mikrofons hier einstellen.